Afro-brasilianische Musik aus Pernambuco, einem Bundesland im Nordosten Brasiliens, und er enthält Percussion, Tanz und Gesang. Er wurde von den Nachbarn der von den Europäern nach Brasilien verschleppten und versklavten Afrikanerinnen und Afrikaner gegründet. Somit entstand der Maracatu unter den Bedingungen der Sklaverei und der Armut, denen die afro-brasilianischen Communities ausgesetzt waren und es bis heute ein Symbol des Widerstands. Und der Gongé klingt so. Und das ist die Caixa. Der Alfaia. Der Aweg ist auch selbst gemacht von der Gruppe gemacht wurde. Ela é a pombagira, rainha do candomblé. Pé
weiter durch diese Straßen gehen bis dort und eine Gedenkminute für Nadine machen und dann in der zukünftigen Jona Menos Park Alsergrund ein bisschen auch reden und mitdenken. Als ich die Geschichte nach meiner Heilung erzählt habe, im Facebook habe ich eine Seite gegründet mit Frauen. Das sind nur Frauen in dieser Gruppe. Und da haben sie gesagt, Yetish Bajan, hilf mir auch. Ich bin auch in dieser Situation, wo ich glaube, wenn ich mich scheiden lasse, dass er mich umbringt oder dass er die Kinder, immer mit den Kindern drohen, ja? Und deswegen Yetish Bajan. Nos queremos, es bedeutet keine Frau weniger und wir wollen uns am Leben und das bedeutet auch, wir überleben diese Gewalt und wir kämpfen gegen diese Gewalt an Frauen und Flinter. Die ersehnte Trennung brachte keine Sicherheit vor Gewalt für die Kinder. Denn in ihrem patriarchalen Königreich ist für die Gerichte selbst ein gewalttätiger Vater besser als gar kein Vater. Dieses Märchen ist Realität und dieses Königreich ist Österreich. Denn hier erlebt jede fünfte Frau und jedes fünfte Kind Gewalt in der Familie. Darum fordern wir: keine Kontaktrechte für gewalttätige Kindesväter, kein automatisches gemeinsames Sorgerecht ab Geburt, keine Schonung der Täter und Verharmlosung von Gewalt bei Gericht, damit so ein Märchen in einem Land wie Österreich nicht mehr erzählt werden muss. Wien und im Besonderen auch der Alsergrund brauchen einen Niuna Menos Park. Warum? Und warum genau hier? Wie wir alle wissen und schon jetzt öfter gehört haben, fand im unmittelbaren Umfeld von hier, in der Lustdorfer Straße hier hinter uns, im letzten Jahr der brutale Mord an der allseits beliebten und bekannten Trafikanten Nadine statt. Das hat uns nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, dass Gewalt gegen Frauen mitten unter uns ist und keine sozialen und ethnischen Grenzen kennt. Thank you.
wir müssen in ganz Wien aufstehen, aber auch in Österreich gegen diese Femizide. Und wir müssen dafür kämpfen, dass die strukturellen Bedingungen für diese Gewalt beendet werden muss, weil die Gewalt beginnt nicht erst beim Übergriff an sich oder beim Mord, sondern diese Gewalt passiert ganz viel früher. Diese Gewalt passiert, wenn Frauen anders behandelt werden, wenn sie anders bezahlt werden, wenn sie abgewertet werden, wenn sexistisch beschimpft werden, wenn sie sexuell belästigt werden. Und erst dann kommt sozusagen diese oberste Spitze des Gewaltbergs, nämlich der Übergriff und die Morde. So, liebe Compañeras, Compañeres und Compañeros, vielen Dank für diesen Raum, in dem wir so intensiv Dialoge zu einem Thema wie Feminizid führen können und Informationen austauschen können. Alle, die hier heute sind, beschließen nicht Komplizen der Missbrauchskultur zu sein, die unsere Gesellschaft regiert. Verantwortung zu übernehmen, sich zu informieren, zu überdenken, Bewusstsein und Alternativen zu schaffen. Um die Gewalt gegen Frauen und Flinter und Femizide, die ihr schlimmsten Ausdruck sind, auszumerzen, ist es notwendig, dass die Geschlechterperspektive in jedem Bereich berücksichtigt wird. Bildung, staatliche Politik, unsere Privatsphäre mit ihren täglichen Praktiken, das Justizsystem und natürlich die Medien. Genau das ist das Ziel der Nuna Menos Bewegung und heute, 7 Jahre nach ihrer Gründung, sind wir hier und trauern alle Flinters und Opfer von Femiziden hier. Gleichzeitig feiern wir die Initiativen wie die heutige, die mit der Platzbenennung Nuna Menos Park Alsergrund auf dieses Thema aufmerksam machen. Nuna Menos ist heutzutage der Schrei von Millionen von Frauen und Flinterpersonen auf der ganzen Welt. Es bedeutet keine einzige Frau weniger. Die Nuna Menos Bewegung, die ihren Ursprung in 2015 in Argentinien hatte, hat sich seither als globale Artikulation von Feminismen in ihrer Vielfalt konsolidiert, transversal, überparteilich, grenzüberschreitend und generationenübergreifend. Sie findet in Form von offenen Versammlungen und Massenmärchen statt, vereint in einem gemeinsamen Aufruf gegen das Patriarchat und seine systematische Gewalt gegen Frauen und Flinterpersonen. Dieser Schrei geht heute in die Welt hinaus als eine Umarmung von Solidarität, Emotion und Kampf und ruft uns in verschiedenen Teilen der Welt dazu auf, Stopp Femizide zu sagen. Es sind keine Verbrechen aus Leidenschaft oder Familiendramen. Wir versammeln uns nach dem Femizid auf einem ehemaligen Parkplatz, um gemeinsam zu schreien, man tötet mich aus Liebe.